haben wir jetzt einen dreijährigen Sohn des Ballettmeisters, einen Fuchshengst, auch groß gewachsen, gerade unter dem Sattel. Zeigt sich jetzt hier auch im Training, schön locker, dynamisch im Ablauf. So machst du das sehr gut, Tanja. Ne? Das Tempo jetzt auch so lassen wollen. Schön locker, dynamisch, ist immer wichtig, auch gerade bei diesen jungen Pferden, dass wir gleich von Anfang an diese Bewegungsfreude in den Pferden lassen. So ist prima. Ne? An der langen Seite ruhig gleich einmal so ein bisschen die Tritte verlängern. So, gut. Ne? Schön langsam nach vorne. Ja, man sieht das. Ne? Ist so ein schön so übers Gelenk arbeitend. Könnte natürlich noch so ein bisschen mehr tragen haben. Aber wie gesagt, wir sind gerade dreijährig. So, schön Ruhe weiter. Alles gut. So, das ist prima so. Gut, ne? Dann können wir gleich mal in Ruhe einmal Hand wechseln, Tanja. Ne? Das gleiche einmal auf der linken Hand. So, sehr gut. So, genau. Gut. Ja, auch er hier ein Pferd, der immer versucht, alles richtig zu machen. Der steht so bei seiner Reiterin, ist ganz konzentriert. So, siehst du wohl. Ja, auch so, wenn man jetzt hier so gehen sieht, auch die kleinen Momente, wenn er dann mal so ganz bisschen noch mal mehr in dieses Schwingen reinkommt, da sieht man mal, wo die Reise später hingeht, wenn er genügend Kraft hat, um mit seiner Bewegung noch großzügiger nach vorne rauszuschwingen. Auch jetzt an der langen Seite da schon wirklich schönes Traben. Wichtig ist auch immer dieses Hinterbein, was wirklich in jeder Phase unter dem Schwerpunkt ist. Dann gehen wir ruhig auf den Zirkel, Tanja. Da machen wir schon einmal Galopp. Wir wollen ja auch mit den Dreijährigen hier gar nicht zu viel. Nur einmal so einen kleinen Eindruck aus dem Training geben. Das ist ja wirklich nur bei diesen Dreijährigen so ein Anfühlen. Einmal kurz sich reinfühlen, reindenken können in das Pferd und dann denke ich, hat da jeder eine Idee zu, auch zu diesem Pferd hier. Sieht man das Galoppieren mit viel Raumgriff, schön ins Bergauf. So, sehr gut. Lange Seite kannst du ruhig einmal ein bisschen nach vorne galoppieren. So, ne, genau. Schönen Galoppsprung so ein bisschen mitnehmen wollen. So, jawohl. Da sieht man, wie viel Großzügigkeit er da hat und mit sich bringt. Ne, dann machen wir einmal Handwechsel, Tanja, das gleiche einmal auf der rechten Hand. So, genau. Ja, was immer wieder diese Linie des Brentano. Da haben wir unheimlich richtige Pferde, die sich wirklich schön arbeiten lassen, trainierbar sind, gute Ausbildungspferde. So, sehr gut. Ne? Gut. Ja, genau. Gleich Züge einmal ein ganz bisschen kürzer, Tanja. Hände schön da unten lassen. Das ist gut so. Lange Seite dann auch einmal die Galoppsprünge etwas verlängern wollen. So, langsam größer. Jawohl, sehr gut sieht das aus. Gut. Ja, man sieht das, ne? Er findet sich immer mehr zurecht und unheimlich balanciert auch schon so im Ablauf. Gut, dann der Übergang zum Trab. Ja, man sieht auch, wie jetzt hier draußen geht. Das ist wirklich so ein ganz, ganz unkompliziertes Pferd, das mit sich und der Welt zufrieden ist. So, nochmal ein bisschen tiefer, nochmal ein bisschen länger lassen wollen. Genau, lob ihn ruhig nochmal. Macht er sehr gut hier. Gut. Jawohl. So. Ja, und das sind ja diese Trainingseindrücke, die wir hier geben wollen. Dass wir Ihnen zeigen wollen, wie die Pferde sich einfach so unter diesen Bedingungen hier auch zeigen und arbeiten lassen. Prima, ne? Dann gleich durchparieren zum Schritt. Genau. Und das, so wie er sich heute hier zeigt, ist auch genau das, spiegelt den Eindruck wider, den wir auch so aus dem Training, aus dem täglichen Training hatten, dass er wirklich dieses Losgelassene, diese innere Ruhe auch mit sich bringt. Gut, ne? Lässt den Schritt jetzt so schön ziehen. Da kann er sich später auch noch mal ein bisschen mehr loslassen. Aber man sieht das schon sehr gut im Takt. Wenn er sich dann nachher noch mal mehr loslässt, wird es auch im Raumgriff noch mal etwas deutlicher werden. Sehr gut, Tanja. Ne? Gut. Dankeschön.